Wir haben eben eine Session von euch beiden erlebt. Brigitte, um was ging es eigentlich in dieser Session? Ich habe in dieser Session ein Projekt vorgestellt, ein Sommerprojekt, ein Ferienprojekt, Talent Campus. Das ist ein Projekt des DVV, was finanziert wird über den Topf Kultur macht stark. Ist für geflüchtete Jugendliche, für benachteiligte Jugendliche auch. Und wir hatten ein zweiwöchiges Ferienprogramm mit Sprachförderung, Bühnenbild und Theaterwerkstatt. Und eine Schreibwerkstatt, die hätte ich jetzt fast noch vergessen. Also die Jugendlichen haben ihre Szenen selber geschrieben, haben ihre Fluchterfahrung erarbeitet, verarbeitet und haben das dann szenisch dargestellt. Du hast in diesem Projekt den Theaterteil realisiert. Was hat Theater mit Integration zu tun? Theater ist hier ein großes Konzept, sage ich mal. Lässt die Jugendlichen eben ihre Gefühle ausdrücken. Die haben die Möglichkeit, ihre Probleme auch abarbeiten. Die haben die Möglichkeit, hier in diesem Theaterprojekt sich zu äußern, die Sprache zu lernen auf einer anderen Ebene. Und das finde ich ganz total wichtig und auch richtig angelegt, dass sie sich äußern können. Äußern kann man sich auch in der Schreibwerkstatt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ich habe vorhin ja gehört, dass sogar Gedichte hier in Deutsch entstanden sind. Genau. Also es war auch eine Gruppe, die hat eine Schreibwerkstatt gemacht und die haben ihre Sachen quasi schriftlich dargestellt. Das Projekt ist auch nach Beendigung der Ferien weitergelaufen, nämlich jetzt ist ein fortlaufender Kurs, wo die Leute eben weiter an ihre Fluchterfahrung, aber auch Alltagsthemen, das Leben in Deutschland beschreiben. Und das soll auch ein Buchprojekt werden auch. Ja, und die schreiben zum Teil auf Arabisch, übersetzen auf Deutsch, aber lernen auch selber oder stellen selber fest, dass sie in der deutschen Sprache vielleicht viel besser schon schreiben können und als in der eigentlichen Muttersprache. Das war für mich auch neu erst, als ich das gehört hatte. Was kann man sich für ein Theaterstück vorstellen? Was spielen die Leute dort? Vielleicht kann ich da unterstützen. Das war, glaube ich, für manche der Jugendlichen auch neu, dass sie selber ihre Stücke schreiben. Also wenn sie über ihre Flucht beschreiben, wenn sie Familienszenen beschreiben, Erfahrungen im Heimatland. Für manche der Jugendlichen war das völlig neu, dass sie jetzt kein fertiges Theaterstück kriegen, sondern sie müssen da was spielen. Und zwar was spielen, was sie selber vorher geschrieben haben. Das ist ein ganz anderer Ansatz und vermittelt nochmal mehr Sprache auch. Als jetzt irgendwie ein Stück von wem auch immer plötzlich vorgelegt bekommen und ihn abzulesen und dann das Spiel. Und das ist nun mal eine ganz andere Art, auch Bildungsarbeit zu machen. Was für Themen werden da im Theater dargestellt? Themen, die haben die Jugendlichen über die Themen Selbstbestimmung. Sie haben das selber geschrieben, die Stücke. Wir haben erst mal überlegt, ob machen wir oder geben wir vorgeschriebene Theaterstücke zu spielen. Aber das war die Gedanke weg und die haben gedacht, wir können etwas schreiben. Wir können, was wir geschrieben haben, auch spielen. Ein Beispiel, was haben die dargestellt? Die haben zum Beispiel eine Busszene. Wurde mit dem Bus so ein Passagier rausgenommen und das ist, war in Realität auch, aber die haben das gespielt, wurde eins rausgebeckt, war mit seiner Frau in den Bus und ein kleines Kind und wurde von dem Soldat rausgenommen und auch getötet, vor allem. Das war auch ein heftiges Thema, wurde begleitet auch mit Bildbühnen, wurde auch begleitet mit Sängen, was wir gegenüber machen. Da haben die Jugendlichen das alles geschrieben, szeniert. Und das ergibt auch eine Botschaft für die Zuschauer. Was wurde denn gemacht? Es ist heftig. Vor uns allen, vor allen Augen wurde ein Vater getötet vor sein altes Kind. Und das hilft auch zum Bewältigen der eigenen Erfahrungen und gleichzeitig ist ein Signal an uns alle, was da wirklich alles passiert. Herzlichen Dank euch beiden für eure Session und weiter viel Erfolg mit euren Projekten. Vielen Dank. Dankeschön.